Unser aller Lieblings-YouTuber Hey Wolfi hat ein Video zum TV-Duell von Alice Weidel und Sarah Wagenknecht gemacht und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Alice Weidel und Sarah Wagenknecht, AfD und BSW. Auf dem Papier könnte man sagen, das ist wie Feuer und Eis, wie Katzen und Hunde. Weil während Weidel die Frontfrau einer inzwischen in Teilen in Deutschland erwiesen als rechtsextrem geltenden Partei ist, ist Sarah Wagenknecht Name, Gesicht und Meinung einer Partei, die sich aus den Linken ausgegründet haben, um einen radikalen Populismus von links zu betreiben. Und diese beiden Frauen sind nun in einem Fernsehduell aufeinander getroffen. Warum genau? Warum eigentlich? Gute Frage. Immerhin sind ja aktuell irgendwie keine Wahlen in nächster Zeit. Aber ja, weil beide dazu bereit waren, weil Springer das veranstalten wollte. Also, was gut ist, dass das BSW bei sowas mitmacht. Also, ich finde es immer gut, wenn verschiedene Lager miteinander zu debattieren, miteinander debattieren. Wieso braucht man da einen konkreten Anlass? Ist natürlich dennoch irgendwie auch interessant für Menschen, die ein gewisses Interesse an Politik und Gesellschaft haben. Und so bekam der Springer Verlag auch von mir gut 6 Euro dafür. Wurde übrigens live übertragen, also du hättest es dir einfach live ansehen können. Und weil Springer immer Springer bleiben wird, hat man als bezahlender Premium-Kunde, der extra Geld abdrückt, um das Gespräch, welches hinter der Paywall versteckt ist, zu sehen, nochmal davor eine Werbeschaltung. Oder wie Alice Weidel dazu sagen würde. Eine Schande ist das! Widerwärtig! Widerwärtig! Ich habe mir das etwas mehr als einstündige Gespräch komplett angeschaut. Und ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber es war dennoch irgendwie... Weil es war halt viel heiße Luft und die üblichen russischen Sichtweisen auf die Welt. Wie zum Beispiel eben, dass die NATO schuld am Krieg in der Ukraine ist und Russland diesen Krieg ja eh gewinnen wird. Russland wird diesen Krieg eh gewinnen und es geht nicht um Schuld. Es geht darum, wie man diesen Krieg möglichst zu einem Ende führt und da muss man auch russische Sicherheitsinteressen berücksichtigen. Der Krieg ist ausgebrochen, das ist auch im Vorfeld von... Es ist unfassbar. Also diese Leute müssen jede Diskussion moralisieren. Also die müssen, also weil sie selbst so eine moralische Sicht auf die Welt haben und Russland als den Aggressor, als den Bösen ansehen, ist jede Meinung, die nicht die ihre ist, dann gleich auch so moralisch und der andere, der muss Russland dann automatisch als den Guten und die NATO als den Bösen sehen. So dass man einfach eine sachliche Analyse der Situation haben kann und jetzt nicht erstmal darüber wertet, wer jetzt da gut und wer böse ist oder wer der Aggressor ist und wer sich verteidigt, sondern dass man sich erstmal die Sicherheitsinteressen beider Seiten ansieht und dann schaut, wie kann man das möglichst friedlich lösen. Das geht in den Kopf solcher Leute nicht rein. Herr Wolfi hat übrigens auch eine Debatte mit mir abgelehnt. Also da hätte ich gerne auch mit ihm über dieses Thema geredet. Westlichen Diplomaten immer wieder thematisiert worden, weil die Russen kein US-Militär an ihrer Grenze haben wollen. Die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen können. Frau Weidel, was halten Sie man muss verhandeln. Von den Vorschlägen von Frau Wagenknecht? Das sind AfD-Positionen, wie wir sie von Anfang an vortragen. Und im Kern ist sich die AfD und auch Wagenknecht halt sehr einig in Dingen, was die Außenpolitik angeht. Germany first, Ami böse, Russland nicht. Ja, das stimmt so nicht. Also beim Nahostkonflikt, da ist die AfD, da sind AfD und BSW sich ja gerade nicht einig. Also da hat Weidel ja sogar ziemlich unverhohlen israelische Regierungspropaganda verbreitet. Böse und Russland sogar irgendwie gut, weil Gas. Ja, ich würde zunächst mal rückgängig machen, dass wir uns von preiswerter Energie, auch von preiswerten Energieimporten abgeschnitten haben. Das war immer ein Wettbewerbsvorteil in Deutschland. Ich meine, es ist natürlich relativ damit müßig. Meinen Sie russisches Gas, nehme ich an. Ja, wenn Sie mir einen anderen Gaslieferanten nennen, der uns billiges Gas liefert, können wir gern anderes Gas kaufen. Wait. Und es gab natürlich auch das übliche Gerede davon, dass die Sanktionen nichts nützen, weil Russland davon nicht getroffen wird. Ja, die russische Wirtschaft wächst stärker als vor dem Krieg. Das Ziel der Sanktionen war es, Russland zu ruinieren. Oder diese Sanktionen werden Russland ruinieren, das hat unsere Außenministerin gesagt. Wenn die Wachstumsrate von Russland sich erhöht, dann ist es ja offensichtlich nicht ruiniert. Würde ich jetzt mal so auf einer ganz einfachen Ebene sagen. Die deutsche Wirtschaft ist massiv geschädigt durch diese Sanktionen. Das war ein Eigentor. Die russische Wirtschaft wächst. Wir tun immer so, als würden wir Putin damit einen Gefallen tun, wenn wir sein Gas kaufen. Und auch, wenn ich jetzt aus diesem wirren großen Konvolut nicht alles rausziehen und zerflattern will, muss ich hier eine Sache sagen.
Ja, das russische BIP, also die Summe aller erwirtschafteten Waren und Dienstleistungen, wuchs 2024 um gut 1,9%. Deutschland hat im Vergleich ja eher einen Wert, der bei 0,9% liegt. Aber das ist natürlich irgendwie auch eine falsche Darstellung, weil Russlands Wirtschaft war in den Jahren seit der Ukraine-Invasion massiv angeschlagen und profitiert derzeit. In jeweiligen Preisen in Milliarden US-Dollar. Das ist nicht kaufkraftbereinigt. Also so stark ist die russische Wirtschaftsleistung nicht geschwankt. Das liegt am Wechselkursverfall des Rubels. Das ist keine Statistik von irgendeiner Aussagekraft. Also, die könnte da genauso in die Tonne kloppen, diese Statistik hier. Tief angeschlagen und profitiert derzeit sehr von der Umstellung auf die Kriegswirtschaft. Russland. Das ist unglaublich. Deswegen weigern sich diese Leute, eine sachliche Debatte zu führen. Die hätten keine Chance. Die kommen dann mit irgendwelchen Statistiken, die man nach kurzem Anschauen sofort widerlegen kann. Wo man ihnen ganz genau erklären kann, warum diese Statistik absolut nichts aussagt. Außer vielleicht was über Spekulationen an den Devisenmärkten, aber nichts über die reale Wirtschaftslage in Russland. Pumpt also massiv Geld in seine Staaten. Ja, auch das ist nicht der Grund dafür, also nicht der einzige Grund dafür, dass die russische Wirtschaft so stark wächst. Der Wohnungsbau floriert in Russland, die Realeinkommen der Haushalte steigen deutlich. Also wir sehen zweistellige reale Einkommenszuwächse der Haushalte. Also wir sehen wirklich, dass die Privathaushalte in Russland real reicher werden, dass sie sich im Alltag mehr leisten können. Das ist also genau das Gegenteil von da werden Rüstungsgüter profitiert, von denen die Bevölkerung nichts hätte, sondern nein, die Bevölkerung wird reicher. Die Bevölkerung hat gerade starke Lohnzuwächse. Der Konsum in Russland, der boomt. Staatsbetriebe. Aber das Bruttoinlandsprodukt Russlands ist immer noch unter dem Vorkriegsniveau. Und ja, Unsinnszahlen, nicht wechselkursbereinigt. Allein von 2022 bis 2023. Gott, also jetzt, er sucht sich eine Statistik raus, ohne zu googeln, was die bedeutet. Ich will mir jetzt weder unterstellen, dass er nicht genau nachgeschaut hat, was das bedeutet, noch will ich mir unterstellen, dass er absichtlich lügt. Aber er sucht sich hier offensichtlich eine Statistik raus, die nichts über die Wirtschaftsleistung in Russland aussagt, sondern die eher die Wechselkursschwankungen des Rubel dokumentiert, die auch relativ wenig aussagen. Und daraus meint er jetzt, und damit meint er jetzt, ein mega krasses Argument gemacht zu haben. Es ist unglaublich. Vernichtete Russland 300 Milliarden US-Dollar an BIP. Nein, das vernichtete nicht. Der Wechselkurs des Rubel änderte sich. Dadurch wird kein Geld vernichtet. Oh Gott. 2024 liegt es wohl bei gut 2 Billionen US-Dollar. Und damit noch immer 200 Milliarden unter dem Wert von 2022. Das deutsche BIP zum Vergleich. Und wenn du mit dem Wechselkurs von Sommer 2022 rechnest, dann verdoppelt sich das russische BIP annähernd, ohne dass sich in Russland irgendetwas real geändert hätte. Das ist absurd, so zu rechnen. Ist mehr als doppelt so hoch und liegt bei über 4,1 Billionen Euro. Also zu sagen, ja, schaut mal her, die russische Wirtschaft, die kümmert die Sanktionen nicht, die wächst. Das ist genauso wie wenn man bei einem 100-Meter-Rennen hinfällt, aufsteht und dann als Letzter sich übers Ziel schleppt, um dann zu sagen, ja, aber ich bin ja am weitesten gelaufen hier, weil ich musste ja noch aufstehen. Und was Wagenknecht nicht sagt. Nein, die Wirtschaft wächst stärker als vorher. Guck mir doch einfach das BIP. In konstanten PPP-Dollar an. Was ist die Einheit, die du für langfristige Vergleiche des Bruttoinlandsprodukts brauchst? Was ist die relevante Einheit, wenn du das BIP über lange Zeiträume, das, was du da gerade gemacht hast, vergleichen willst? Das, was du da gerade gemacht hast, ist vollkommen aussagelos. Also das hättest du genauso gut lassen können. Aber für seine Zuschauer reicht's. Erste Mal in der Geschichte des Staatsbetriebes Gazprom macht dieser das erste Mal auch Verluste. Und ein einzelnes Unternehmen in Russland, das gerade den europäischen Absatzmarkt verloren hat und sich auf neue Absatzwege in Asien konzentrieren muss, es macht in einem Jahr Verluste. Damit ist natürlich alles widerlegt, was alle Kritiker der Sanktionen gesagt haben. Ey, es ist wirklich so lächerlich. Und das in Milliardenhöhe. Weil Russland zwar jetzt Gas nach China und Indien verkauft, aber das eben ein viel schlechteres Geschäft ist, als das Ganze nach Europa zu verkaufen. Und ich sage es ja immer wieder, solche Diskussionen brauchen ein Live-Fact-Checking, weil sie sonst einfach... Ja, und in Deutschland sind 15% der energieintensiven Industrie weg. Das ist dann die andere Seite der Medaille. ...plätze einer Schlammschlacht der Lügen und Falschbehauptungen werden. So sagte Weidel,
dass Deutschland gar nicht in der Lage sei, Waffen zu exportieren, weil man sich ja selber nicht ausrüsten könne. Was aber halt komplett ignoriert, dass die deutsche Rüstungsindustrie privatwirtschaftlich organisiert ist und Deutschland Platz 5 der Waffenexporteure der Welt ist. Sarah Wagenknecht sagte unter anderem so eine Perle. Man muss sich in die andere Seite versetzen, wie in Russland die NATO war. Die NATO ist ein Bündnis, dessen Führungsmacht, nämlich die Vereinigten Staaten, in den letzten 20, 25 Jahren mindestens 5 Länder völkerrechtswidrig überfallen hat, Kriege geführt hat, um unliebsame Regime zu stürzen. Diese Regime waren ganz zufällig überwiegend Verbündete Russlands. Also das fing in Jugoslawien an, das ging weiter dann im Irak, das ging weiter in Libyen. Gut, bei Afghanistan war es noch ein bisschen anders. Ich meine, man kann ja darüber diskutieren, ob Krieg eine Antwort sein kann. Im Falle des Irak sicherlich ist das sehr, sehr fragwürdig. Aber Wagenknecht baut hier eine richtig wilde Brücke. Sie sagt, weil ein Bündnis aus NATO-Nationen in den Jugoslawienkrieg eingegriffen hat, entsteht auch irgendwie eine Rechtfertigung für den Ukraine-Krieg. Weil NATO aggressiv und Russland... Die NATO hat dort mit einem russischen Verbündeten genau das Gleiche gemacht wie Russland mit der Ukraine. Die NATO hat einen neu geschaffenen Satellitenstaat anerkannt, also den Kosovo, und gesagt, so, dieser Staat braucht Hilfe. Also wir haben diesen Staat jetzt anerkannt, ohne dass der international vorher anerkannt war. Wir haben ja quasi so einen Staat geschaffen, um uns einen Grund zu schaffen, um da zu intervenieren. Und sie hat dann Serbien bombardiert, um die Sezession des Kosovo zu erzwingen. Russland hat 2022 die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anerkannt, um einen völkerrechtlichen Vorwand zu haben, um seine Invasion zu legitimieren. Also man hat da völkerrechtlich betrachtet ziemlich genau das Gleiche gemacht. Ja, vor der aggressiven NATO schützen. Aber das ist wirklich halt die Gedankenwelt von Sarah Wagenknecht. Frieden heißt für sie eben auch bei Völkermord zusehen. Weil... Oh Gott! Das ist unfassbar. Das ist ja der gleiche Bullshit, den mir Tobias Huch in der Debatte schon mal erklären wollte. Also, der Völkermord im Bosnienkrieg, wo auch das Massaker von Srebrenica zugehörte, der wurde von den bosnischen Serben durchgeführt unter ihrem Führer Karadzic. Nicht zu verwechseln mit der Bundesrepublik Jugoslawien und dem Führer Milosevic. Der Völkermord im Bosnienkrieg fand, wie schon gesagt, im Bosnienkrieg statt. Nicht im Kosovo-Krieg. Der Bosnienkrieg fand einige Jahre vor dem Kosovo-Krieg statt. Das sind zwei Kriege, die relativ wenig miteinander zu tun haben. Also hier wird einfach ein völlig anderer Krieg genommen und gesagt, das rechtfertigt jetzt den Einmarsch der NATO. Nein, rechtfertigt es nicht. Es hat nichts miteinander zu tun. Also das ist wirklich übelste Geschichtsfälschung. Also finde ich immer widerlich, wenn Völkermorde instrumentalisiert werden, um militärisch irgendwelche Aktionen zu rechtfertigen. Ja, Völkermorde, die mit dem Krieg nicht mal was zu tun haben, dann auch noch zu instrumentalisieren, um diesen Krieg zu rechtfertigen. Das hat wirklich schon eine neue Qualität. Wenn man dann nicht kämpft, dann ist ja Frieden. Wie gesagt, all das, was gesagt wurde, ist schon lange bekannt. Es waren keine neuen Positionen von Weidel und Wagenknecht zu hören. Eigentlich waren sich beide in vielen Bereichen sogar wirklich einig. Wirklich hitzig wurde es dann eigentlich nur gegen Ende, als das Gespräch auf Björn Höcke fiel. Und da trieb Wagenknecht, ja, die Weidel schon ganz schön in die Enge. Sie haben 2017 selbst einen Antrag unterschrieben, diesen Mann aus Ihrer Partei rauszuwerfen. Sie haben ihm damals Nähe zum Nationalsozialismus attestiert. Sie haben ihm ein Menschenbild attestiert, das der Würde des Menschen widerspricht. Und heute machen Sie für ihn Wahlkampf. Extremisten haben bei uns in der Partei keinen Platz. Wir sind strenger als alle. Höcker, Weidel hat zu keinem einzigen Zeitpunkt Höcker in Schutz genommen. Also das müsste ja eigentlich von ihren eigenen Leuten so um die Ohren gehauen werden, ihr Auftritt in diesem TV-Duell. Also das war wirklich unglaublich schwach von Weidel. Alle anderen Parteien. Also ich glaube, die Extremisten und die extremistischen Positionen sind in den amtierenden, etablierten Parteien zu finden. Also Frau Wagenknecht, das finde ich jetzt wirklich ein bisschen sehr, ich meine, verstehe, dass Sie jetzt die Flucht nach vorn antreten, weil Sie über Herrn Höcke nicht reden möchten. Also, Extremisten haben keinen Platz in der AfD. Die AfD ist in einigen Bundesländern inzwischen gesichert rechtsextrem. Im Bund ein rechtsextremer Verdachtsfall. Ja, vom Verfassungsschutz eingestuft, der dem Innenministerium unterstellt, untersteht, ja. Also die Gegner der AfD sagen, die AfD sei rechtsextrem. Ihre Jugendorganisation im Bund ist gesichert rechtsextrem. Genau wie Höckes Flügel, genau wie Höcke selbst und sehr viele Abgeordnete und Mitarbeiter. Genau wie der Chef des Landesverbandes
in Baden-Württemberg übrigens, mit dem Weidel zusammen erst einen Parteitag gelenkt hat. Und das sagt aber halt jetzt die Regierung. Also ist das ja Weidel egal. Weil die Extremisten, die sitzen in der Regierung. Das ist eine... Nancy Faeser ist eine Extremistin. Sie lässt kritische Medien verbieten. Sie denkt sich immer neue Gesetze aus, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. Sie ist verantwortlich für das pauschale Verbot pro-palästinensischer Demonstrationen, als Israel im Oktober letzten Jahres einen wirklich brutalen Krieg in Gaza begonnen hat. Also Nancy Faeser ist eine Feindin der Meinungsfreiheit. Natürlich ist das eine Extremistin. Bestechliche Logik einer Frau, die dem Faschismus... Also hier hätte Wolfi tatsächlich mal was gehabt, wo er berechtigt auf Alice Weidel hätte einhauen können. Und jetzt, ja, schafft er nicht mal das, weil er die Bundesregierung in Schutz nehmen muss. Jeden Tag schon irgendwie hilft, sich weiter festzusetzen, oder? Aber Weidel hat halt echt keinen Bock, über Höcke zu sprechen. Und Wagenknecht nagelt sie eben drauf fest. Und Weidel windet sich immer weiter. Versucht in alle Richtungen zu entkommen. Und in dem Moment merkt man, dass rein rhetorisch Wagenknecht und Weidel nicht einmal dasselbe Spiel spielen. Genau wie Höcke oder Chrupalla verliert Alice Weidel immer dann die Kontrolle, wenn sie vom eingeübten Skript abweichen muss. Und dann fällt sie auf die dümmsten Kniffe der politischen Rhetorik zurück. Wenn du etwas nicht beantworten willst, dann sag besser gar nichts oder sag irgendwas anderes. Aber das braucht man eben bei einer Sarah Wagenknecht nicht zu probieren. Die häutet dich, wenn du das machst. Und so liefen dann auch die letzten 10 Minuten des Talks. Warum wollten Sie denn Höcke aus der Partei ausschließen? Sie wollten ihn ausschließen. Sie haben damals den Antrag unterschrieben. Warum wollten Sie ihn ausschließen, wenn das so ein netter Mensch ist? Zusammenfassend kann man sagen, aus diesem Streitgespräch konnte man nichts mitnehmen. Weil all das, was Weidel und Wagenknecht sagten, ist bereits 100 Mal... Ja, ich fand das, was in Bezug auf den Nahostkonflikt gesagt wurde, schon sehr pointiert und interessant. Also vor allem, da hätte man ja denken können, dass im letzten Jahr, wo Israel diesen Krieg da in Gaza führt, wo Israel jetzt einen neuen Krieg im Libanon begonnen hat, wo Israel andauernd seine Nachbarn provoziert, dass dann Umdenken einsetzt, aber nein. Die AfD verbreitet stumpf weiter die Propaganda der israelischen Regierung. Also das fand ich schon relativ selbstentlarvend. Auch für viele Leute, die gedacht haben, die AfD sei eine Friedenspartei. Mal gesagt worden. Rein persönlich war aber Wagenknecht klar besser, konzentrierter, vorbereiteter, direkter. Und weniger beleidigend. Sie wirkte einfach souveräner. Auch wenn das, was sie sagt, natürlich dennoch haarsträubend ist in weiten Teilen. Und am Ende bleibt stehen, AfD und das BSW haben durchaus halt große Schnittmengen. Vor allem dann, wenn sie die Sicht Russlands auf diese Welt wiedergeben. Egal, ob es darum geht, dass halt keine der beiden Frauen Solidarität mit Israel zeigen wollte oder aber eben in der Frage um Krieg und Frieden in der Ukraine. Die klaren Trennlinien gibt es eigentlich eher bei den Fragen nach Erbschaftssteuer. Diesen Völkermord, der da gerade in Gaza passiert, zu einer legitimen Selbstverteidigung umgedichtet. Und den Krieg im Libanon, da wollte sie auch kein verurteilendes Wort dran finden. Er ruft sogar noch vor, dass sie keine Solidarität mit Israel gezeigt hat. Das ist unfassbar. Und kurz nachdem die AfD im Bundestag einen Antrag des BSW abgelehnt hat, alle Waffenlieferungen nach Israel zu stoppen. Er ist noch pro-israelischer als die AfD. Dann erhöhen oder wo wir bei Nähe zu Rechtsextremen sind. Also das unterstellt Wolfi ja gerne anderen. Also eine Partei, die in Deutschland keine politisch relevante Partei, die so weit rechts stehen würde wie die israelische Regierung, die, wie gesagt, gerade einen Völkermord in Gaza durchführt. Schaffen. Und im Libanon gerade UN-Truppen angreift, die medizinische Infrastruktur und ganze Wohnblöcke einäschert. Oder ob man Nazis eine Bühne geben darf. Wichtige Fragen. Aber auch hier nicht wirklich viel Neues. Ja, jetzt habt ihr es gehört. Gern geschehen. Aber ist natürlich schon spannend, wenn man das BSW und die AfD so sieht. Weil das könnte schon was sein, was zusammenwächst. Zusammen werden beide Parteien wohl wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nationalsozialistisch. Ja, die Diffamierung musste auch noch mal rein. Ja, der Typ ist komplett ab vom Schuss. Der heult rum, wenn man ihn als NPC bezeichnet. Also er bezeichnet seine Gegner als nationalsozialistisch. Ist auch ein schönes Bild für ein Thumbnail. Er beschwert sich, wenn ihn als NPC bezeichnet, aber er beschimpft seine Gegner als nationalsozialistisch. Schräger Gedanke, oder? Und über das Ganze hier reden wir in diesem Video nochmal. Sehr ausführlich sogar. Schaut da auf jeden Fall auch mal rein, wenn es euch interessiert. Bevor ihr aber geht, lasst gerne noch ein Abo da.
Nein, lasst auf keinen Fall ein Abo da. Wir schauen uns jetzt nochmal die Kommentare an. Das interessiert mich jetzt nämlich tatsächlich. Ja, er hat ja eine relativ unkritische Zuschauerschaft, die ihm auch nicht widerspricht. Also dürfte das tatsächlich... oh Gott, sind das widerliche Kommentare. So viel Scheiße gab es nicht mal bei Two Girls, One Cup. Putins rechte und linke Hand. Ja, die rechte und die linke Hand des Kremls. Also das ist ja wirklich eine irre Russlandfeindschaft, die hier vertreten wird. Slava Ukraini, ja, faschistische Grüße müssen auch noch Slava hier in den Kommentaren auftauchen. Also das ist dann diese Nähe zu Rechtsextremen schon wieder. Es ist unglaublich. Also Slava Ukraini ist der Schlachtruf der Banderisten im Zweiten Weltkrieg, die auf Seiten der Nazis gekämpft haben, die sich am Holocaust beteiligt haben. AfD-Zarenknecht, ja, typisch. Warte, Wagenknecht behauptet ernsthaft, die USA hätten Jugoslawien überfallen. Ja, die USA haben Jugoslawien überfallen. Das ist 1999 dann passiert, um die völkerrechtswidrige Sezession des Kosovo zu erzwingen. Also fast genau das, was Russland da in der Ostukraine 2022 machen wollte. Ja. Ich glaube, dazu braucht man nichts mehr sagen.